Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle Atas-Nutzer oder die, die es noch werden wollen. Ja, ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Mein Name ist Wolfgang Bender. Recht herzlich zu dem heutigen Webinar, was der Herr Michael Burgstaller durchführen wird. In erster Linie geht es darum, dass man einen ersten Einblick gewinnt in Atas, so die ersten Funktionen kennenlernt. Aber viel wichtiger ist das Thema Helpdesk. Das heißt, Sie können Fragen stellen. Fragen, weil das Webinar lebt davon. Ja? Bevor wir jedoch starten, wie üblich noch zwei, drei Hinweise in eigener Sache. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Es werden keine Handelsempfehlungen ausgesprochen und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Du bist am Start, Michael, ne? Ich mache mich am Start. Jawohl. Ich brauche den Bildschirm, bitte. Ja, du bekommst den. So, an alle Teilnehmer viel Spaß und wie gesagt, schön Fragen stellen. So, Dalle, ich aktiviere mal schnell meinen Monitor und dann kommt immer wieder die Frage, könnt ihr mich gut hören und sehen? Das ist ganz wichtig. Bin gut zu hören. Hallo Wolfgang, Dankeschön. Ich hoffe auch gut zu sehen. Das ist ganz wichtig, damit man das audiovisuell ein wenig begleiten kann. Alles gut, Norbert, super, danke. Also, ich sage mal herzlich willkommen zum Webinar. Dies ist ein erster Schritt der Atas Webinar. Einige von euch, weil ich sehe hier die Liste, sind zum ersten Mal dabei. Für die wird es super interessant werden. Wir haben hier aber auch Experten dabei, die sind schon tief in der Materie drinnen, was Atas betrifft. Naja, die können zumindest Fragen stellen oder ja, einfach querbeet Fragen, alles rund um Atas, wie man was in Atas macht, wie man es bedient und so weiter und so fort. Wie immer, das mache ich bei meinen Webinaren immer und die, was öfters schon dabei sind, die wissen das. Am Anfang zeige ich zwei, drei neue Features und dann werden wir direkt reinstarten und uns direkt Atas von Null weg geben quasi. In eigener Sache blende ich hier was ein, weil ich es nicht weiß, wie das hier im Chat funktioniert. Das ist unsere Telegram-Gruppe. Ich lasse das hier derweil drinnen, dann könnt ihr das kopieren, screenshotten und so weiter. Wir haben schon fast 500 Leute in unserem deutschen Channel drinnen. Das ist ein Atas-Kanal auf Telegram für Kunden, von Kunden. Und das ist ein Wahnsinn dort, ja, weil es gibt so viel guten Content, die Leute helfen sich gegenseitig, wenn es wer Probleme hat. Das ist echt, das Ding lebt schon und das ist eine richtig tolle Community. Das wollte ich euch vorab hier reinbringen. Gut, es ist Update-Woche bei Atas. Das heißt, es kommt die neue Beta und es kommt in Kürze die neue Latest. Und ich wollte euch nur zeigen, was sich hier getan hat. Ein paar Kleinigkeiten oder bei anderen Sachen werdet ihr dann sehen, wenn ihr die Plattform startet. Als erstes unser, lass mich das öffnen und hier auf diesen Monitor schieben. Unsere Kontoübersicht ist überarbeitet worden ein wenig. Ich habe euch das schon geteasert. Sprich, wenn ihr hier neben eurem Konto auf Statistik klickt, macht sich eine Webseite auf. Die könnt ihr teilen mit euren Freunden, müsst aber nicht. Hier ist ein wenig überarbeitet worden und verbessert worden, was die ganzen Metriken und Statistiken betrifft. Die ganze Auswertung eurer Trades, welche Symbole, wie viel Prozent von welchem Symbol und so weiter und so fort. Das wird ständig erweitert und verbessert. Ja, also ich freue mich schon, wenn das dann wirklich komplett fertig ist und dann so eine Art Trading Diary draus wird, wo man dann wirklich alle Metriken, die man braucht, auch exportieren kann und bearbeiten kann. Das wollte ich euch kurz zeigen. Und das nächste, bevor wir wirklich Gas geben, es hat sich was bei unserem Profiling verändert. Wie immer, ich arbeite hier auf der Alpha-Version, hat den Vorteil, ich kann euch alles zeigen, was in Zukunft kommt. Und zwar richten wir das schnell ein. Ich bin immer relativ schnell, damit wir in dieser Stunde sehr viel unterkriegen. Wir haben hier, und das sehen einige dann, die Profile auf Tagesbasis. Ich stelle das schnell um auf TPO. Es hat sich hier was getan. Und Folgendes hat sich getan. Wir haben erstens den Modus werbliche Kästchen und Buchstaben dazu bekommen, weil das eine Anfrage von Kunden war. Das zweite ist, wir haben jetzt, wenn man drüber fährt,
bekommt das Ding einen Rahmen. Wir haben die Möglichkeit, per Shortcut die Profile zu splitten und wir haben die Möglichkeit, per Shortcut die Profile zu mergen und wieder aufzumachen. Dieses Feature betrifft nicht nur TPOs, es betrifft auch das Volumenprofil. Man könnte hier zum Beispiel, wir haben jetzt da eine schöne Wechselwirkung die Woche, also eine schöne Range. Man könnte hier im Prinzip dann aus dieser Range ein Profil machen. Ja. Also sowas ist gegeben für Volumenprofile und für die TPOs. Was sich noch getan hat bei den Zeichenwerkzeugen, die sind jetzt optimiert und verbessert worden. Abgesehen davon sind fast alle Zeichenobjekte nun global. Das heißt, wenn ihr mehrere Chart fährt, ihr zeichnet was in den Chart, könnt ihr mit rechter Maustaste das Submenü öffnen und dieses Zeichenobjekt auf global stellen. Dann wird es in allen Charts mit verändert und mitgezeichnet, vollautomatisch. Ihr braucht jetzt auch nicht mehr das Zeichenobjekt zu markieren und zu verschieben. Es reicht Mouse-Over drücken und ziehen. Wir haben hier die Usability ein wenig verbessert, damit es einfach besser aus der Hand geht. Gut, zu den Zeichenobjekten, die dazu und optimiert worden sind, ganz kurz ein paar Worte. Wir haben den Volumen-Delta-Korrelator. Den zeichnet man ein und man hat sofort die Korrelation zum Delta. Ich gehe jetzt nicht näher ein auf die Dinger, ich zeige euch nur, was es hat. Wir haben als Zeichenobjekt in einer bestimmten Range, es ist egal, was das für ein Zeithorizont ist, wir können uns sofort die POC-Bewegung von dieser Bewegung einzeichnen lassen, das heißt, wohin sich Value verschiebt. Wir haben hier auch noch den Anchored VWAP, der war bis vor kurzem als Indikator Shortcut zu haben. Nun haben wir ein Zeichenobjekt, das sich einfacher und besser verwalten lässt. Und zu guter Letzt haben wir hier noch, kleinen Moment, das angeheftete Profil der Zeichenobjekt. Man kann sich hier im Prinzip aus den Charts kleine Ranges ziehen, die man eben hier bearbeitet haben möchte. Die Dinger werden natürlich überarbeitet, werden ständig verbessert, aber das ist jetzt, was sich an Zeichenwerkzeugen tut. Da kommt eine Frage rein. Das ist eine gute Frage. Die Jessica fragt, Michael, gibt es auch die Möglichkeit, Zeichenobjekte in gewissen, aber nicht in allen Charts zu teilen? So, das wäre dann quasi eine Zwischenlösung zwischen normalen Zeichenobjekt, das was nur in einem Chart ist, und einem globalen Zeichenobjekt, das nicht in allen Charts ist. Man hat nicht wirklich die Möglichkeit im Moment, das so zu machen. Mein Wunsch an das Team wäre gewesen, und das wird noch diskutiert, dass wenn ich, Moment, ich klone mir diesen Chart. Also, ich habe jetzt da x verschiedene Charts irgendwo. Und ich möchte, dass jetzt auf diesem Chart alles global gezeichnet wird. Mein Wunsch wäre, wenn die ja rot ist in der Gruppe und dieser in der roten Gruppe ist, dass die rote Gruppe global verwendet wird. Und wenn der nicht in der roten Gruppe ist, dass die globalen Zeichenobjekte hier nicht angewandt werden. Hier haben wir noch eine heiße Diskussion intern, wie wir das am schönsten lösen und was am meisten Sinn macht. Wir sind noch nicht so weit und ja, also ich habe hier noch kein Go, ich habe hier noch keine Entscheidung, wie wir das regeln. Ja. Also wie gesagt, das Problem existiert. Es ist jetzt kein super heißes Problem, aber ich verstehe den Einwand und ich verstehe den Wunsch. Aber ich habe hier noch keine Antwort. Eine Frage, ob auch ein Visible Range Profile kommen wird. Ich gehe davon aus, dass der Kollege meint, es ist ein fixes Profil hier hinterlegt. Dieses stellt man quasi auf Visible. Das heißt, alles, was man scrollt, rechnet das Ding. Ich habe keine Freigabe bekommen. Ich habe dieses vor einem Monat schon angefragt. Ist jetzt nicht drinnen im Moment. Was nicht heißt, dass wir es nicht irgendwann machen, aber die Prioritäten liegen zurzeit woanders. Sorry dafür, aber ja. Gut, gibt es noch Fragen? Erledigt, erledigt, erledigt. Gut, dann fangen wir mal ganz von vorne an. Ich schmeiß das jetzt raus. Ich hoffe, den Link hat sich jeder geschnappt und man sieht sich in der Gruppe. So, gut, also Einführung in Atlas. Was ist Atlas? Atlas ist eine Analyseplattform, aber auch eine Handelsplattform. Und das Ziel dieser Plattform ist,
in erster Linie eine ordentliche Volumen- und Orderflow-Analyse darstellen zu können, aber auch, und das unterscheidet die Plattform von allen anderen, wir möchten, ich mache einen Chart auf, machen wir gleich mal einen Einstieg, das ist selbsterklärend, einen Chart öffnen, ein Instrument auswählen. Aber was wir wollen, und das war von Anfang an die Intention auch, dieses ganze, jetzt in meinem Footprint-Chart, Orderflow-Zeugs, sage ich es jetzt einmal salopp, kombinieren mit klassischer Analyse. Ja, sei es jetzt Elliott-Wellen, sei es Chart-Strategien oder ganz normale Candlestick-Strategien oder ganz normale Leute, die sich ihre Kanäle einzeichnen. Ja, also wir möchten eine Plattform schaffen, die eben all das zusammenbringt auf einem Nenner. Ja, also keine reine Volumen- und Orderflow-Software. Der Schwerpunkt ist zwar da, aber man sieht es auch schon alleine mit dem Zoom-Faktor, dass man dann reinschauen kann in die Kerzen. Es ist gemeint, dass wir das schön kombinieren. Ja, weil es macht richtig Spaß, wenn man sich zum Beispiel Kanäle einzeichnet oder Trends einzeichnet, wo Stops liegen könnten und der Kurs kommt dann dorthin und man sieht einfach, was dann dort passiert. Ja, also das sind so die Sachen und deswegen wehre ich mich ein bisschen dagegen, dass das eine reine Volumen- und Orderflow-Sache ist. Es ist schön, wenn man verschiedene Ansätze, Strategien und Herangehensweisen in einer Plattform kombiniert. Also das ist einmal die Grundidee von Atlas. Was hat man in Atlas alles? Wie gesagt, man hat Charts, man hat seinen Instrumentenmanager, wo man sich die verschiedenen Futures und Aktien holen kann. Mit dem Stern kann man sie vorne in die Favoriten bringen. Also die, die man öfters verwendet, hat man dann vorne. Und man kann sich ganz normal einen Chart aufmachen. Ja, der nächste Button ist die Watchlist. Selbsterklärend. Hier schmeißt man sich alle Instrumente rein, die man gerne verwendet und braucht und hat dann im Prinzip mit der Watchlist eine kurze Übersicht, was gerade in dem Instrument los ist. Im Moment ist es so, dass das alle Metriken sind, die mir zur Verfügung stehen, aber es sind schon Pläne da, dass eben viel mehr hier reinkommt. Da kommt dann rein Daily Change, dann kommt dann rein Open, Close, damit man sofort eine Übersicht hat von seinen Lieblingsinstrumenten, was gerade passiert. Also das wird auch ausgearbeitet und ständig verbessert. Ein gutes Feature, was wir hier vielleicht gleich zeigen können, obwohl es ein Einführungswebinar ist, man hat x-beliebigen Chart, ja, man hat hier die Watchlist und die Watchlist hat auch die Gruppenfunktion. Jetzt mache ich die Gruppe rot bei der Watchlist, den Chart auch, Gruppe rot und dann kann ich im Prinzip hier ganz schnell zwischen meinen Instrumenten wechseln. Achtung, man wechselt den kompletten Chart. Ja, das heißt, wenn hier ein Filter oder ein Indikator oder sonst irgendwas für das Crude Oil im Moment eingestellt ist, heißt es nicht, wenn ich auf den FDAX gehe, dass diese Indikatorwerte oder auch gleitenden Durchschnitte, whatever, dass das dann passt. Aber diese Gruppenfunktion funktioniert mit allen Modulen in Atlas, die Daten verarbeiten. Sei es der Dom, sei es der Tape. Also das funktioniert mit dem alles. Jetzt haben wir im Prinzip die Watchlist gemacht und den Chart. In den Chart gehen wir später noch näher rein. Dann haben wir den Smart Dom. Das ist auch eins der Herzstücke in Atlas. Der Dom, ich kenne ziemlich jede Trading-Software, die es am Markt gibt. Wirklich, weil es auch zu meinem Job gehört, dass ich mir anschaue, was macht mancher gut, was macht mancher schlecht und was können wir besser machen wie alle anderen. Ja, also das gehört zu meinem Aufgabengebiet dazu und ich habe noch keinen Dom gesehen, der das kann, was wir können. Ja, sprich, der Dom ist in Elemente unterteilt und du kannst diesen Dom frei konfigurieren, wie man es möchte. Ein zusätzliches Feature, und das ist ein Knaller-Feature für alle, die den S&P 500, ich mache mal einen Klon, Moment, oder den Nasdaq handeln, die wissen ganz genau, der Nasdaq, machen wir kurz rein, der läuft ziemlich schnell, sagen wir es jetzt so, und mit der Geschwindigkeit musst echt schon voll Profi sein, dass man hier noch was lesen kann. Man hat jetzt in Atlas die Möglichkeit, das komplette Orderbuch zusammenzuführen. Ich mache das hier im Nasdaq und sage, ich möchte vier, denn im Prinzip ein Divisor durch vier. Ich mache hier vier rein
Und jetzt hat mein Orderbuch nur noch ganze Punkte und keine Subpunkte. Wenn ich das hier mache, im Prinzip beim S&P 500 und auf 4 gehe, man weiß, 4 Ticks macht im S&P 500 einen Punkt. Wenn wir hier 4 reingeben, haben wir volle Punkte. Addiert ihr mir alle Markets zusammen, alle Limits zusammen und ich habe eine bisschen bessere Übersicht im Orderbuch, was geht. Man sieht es auch hier sofort besser. Ja, also für alle, die im Dom arbeiten, das ist ein Mega-Feature. Was man machen kann in Atlas mit allen Modulen, das zeige ich schnell, man nimmt ein Modul, ob es ein Chart ist, ein Dom ist, eine Smart Tape ist und kann die zusammenführen. Das heißt, man zieht ein Modul über das andere und man hat einen Fensterverbund. Was wir noch haben, und das ist eine gute Sache, wir haben hier in diesem Dom die Mittellinie. Ich gehe mal hier rauf und hier runter und wenn ich auf Center drücke, werden diese Instrumente miteinander ausgenullt. Was heißt das? Für manche Trading-Strategien oder für manche Ansätze ist es wichtig für den Händler zu sehen, welcher Markt bewegt sich vorher. Ja? Welcher Markt zieht hinten nach und so weiter und so fort. Oder bei korrelierenden Märkten, ob irgendwo viel Volumen reinkommt. Das übernimmt natürlich der Sekundärmarkt genauso. Und für das ist das eigentlich da. Für das haben wir da die weiße Mittellinie. Man kann das alles abstellen und das zeige ich euch gleich und einstellen. Für den Einsatz mit Arbeit, mit Orderbüchern. Ja, ich zeige euch ganz schnell, weil das kostet sonst zu viel Zeit in der Schnellübersicht. Das ist der Quick Start, Schnellstart-Button. In diesem Button findet ihr Chart-Templates, querbeet, ein bisschen zum Durchschauen, was man alles visualisieren und darstellen kann. Es ist bei Weitem nicht alles drin. Hier kann man die Templates direkt öffnen und sie hat eine kleine Kurzbeschreibung und einen Screenshot dazu. Und das gleiche gibt es eben für Doms auch. Und hier seht ihr schon, was das Mächtige an diesem Dom-Modul ist. Und zwar je nach Anwendungsgebiet, je nach eigenem Befinden, je nachdem, wie man es gerne hat, ist dieser Dom frei konfigurierbar. Möchte man große Buttons haben, kann man sich große Buttons zeichnen. Möchte man es eher dunkel haben, hell haben, möchte man es im ganz klassischen Stil haben. Also es gibt hier im Prinzip keine Limitierung. Möchte man Pulling Stacking dabei haben und so weiter und so fort. Ja, also da von dem her gibt es quasi keine Limitierung. Man kann sich seinen Traumdom im Prinzip in Atlas selber zusammenbauen und ist nicht davon abhängig, was sich irgendwer irgendwann einmal mit irgendwas gedacht hat und das muss man dann nutzen. Nix ist muss. Dann haben wir hier die Rubrik Smart Tape. Auf das Modul kommen wir gleich. Da geht es um die Times- und Sales-Liste. Das ist jetzt nicht so tragisch und man kann sich sogar hier verschiedene Ansichten der verschiedenen Accounts öffnen. Was wir neu dabei haben, ist der Punkt Ausbildung und das wird für einige von euch von großem Wert sein. Warum? Wir haben hier drei E-Books. Eins ist die Clusteranalyse, können Sie das E-Book lesen. Die Markt- und Volumenprofil, Market- und Volumenprofilgeschichte. Da steht alles über das Volumenprofil drinnen und Smart Tape lesen. Das sind so drei E-Books, die eben die Grundlagen von dem Ganzen vermitteln, weil wir wissen alle, es ist nicht leicht und schon gar nicht, wenn man irgendwo frisch dazukommt oder zuerst CFDs gehandelt hat und dann sich ein bisschen mit der Analyseplattform vom Volumen und Orderflow beschäftigt. Also diese Ausbildungsbücher habt ihr in der Plattform. Und dann haben wir noch die Artikel. Da geht es wirklich komplette Artikel, Kennenlernen von Atlas, Market Replay, Übersicht über Funktionen, die 5 besten Instrumente, Footprints, Clusteranalyse. Also hier habt ihr geballtes Wissen drinnen, was euch mit Sicherheit einen Grundstock mitgibt, dass ihr hier erstens dabei bleibt und nicht verzweifelt. Ja, es hat keiner gesagt, dass das leicht ist. Es ist sehr viel zu lernen und zu üben, aber es wird sich für die meisten auszahlen. Ja. Gibt es Fragen hierzu? Wow. Der Johannes fragt, wann der Trade Copier in die Latest kommt. Der Following Manager Trade Copier sollte schon in der Latest sein. So. Moment. Der Roger fragt, er arbeitet sehr viel mit der Screenshot-Funktion.
Klappt super. Die Dateien können aber nicht umbenannt werden oder mit Datum sortiert werden im Webportal. Ob hierfür eine Verbesserung geplant ist, natürlich. Also diese Screenshot-Funktion, was der Roger meint, ist folgende. Man kann ja in Atlas, wenn man einen Chart offen hat, hier auf diesen Fotoapparat klicken. Dann macht sich, ich ziehe das Fenster hier rein. Oder auch nicht. Ich ziehe das Fenster hier in der Alpha-Version nicht rein. Hier macht sich im Prinzip auf der Atlas-Seite ja, ein Fenster auf, wo dieser Screenshot gespeichert wird. Man kann in den Settings, in den erweiterten Einstellungen noch wählen, hoffentlich. Kann man nicht mehr wählen, das ist nicht mehr da, wo diese Screenshots abgespeichert werden. Also grundsätzlich, das funktioniert bei mir gerade nicht wegen der Alpha-Version. Werden diese Bilder in eurem Kundenportal abgespeichert und sind dort verfügbar. Eine Sortierung ist noch nicht implementiert, wird aber geplant. Das ist eigentlich der erste Step für unser Trading Diary, weil ich möchte irgendwann so weit gehen, dass wenn ihr einen Trade absetzt, automatisch ein Screenshot gemacht wird und bei euch im Kundenportal hinterlegt wird, zusammen mit eurer Statistik, damit ihr im Prinzip euer Trading richtig gut tracken und verarbeiten könnt. Ihr könnt dann auch Kommentare dazu schreiben. Das ist geplant. Also diese Funktion wird mit jedem Fall wird die verbessert. Ja. Habe ich beantwortet. Hier verstehe ich die Frage nicht. Kann man die Sprachmischung gleichziehen? Gut. Ah, Beschreibung in Deutsch und dann wieder auf Englisch. Wir sind ständig dabei, dass wir hier die Sprachen so gut wie möglich übersetzen. Und hier im Schnellstartmenü sind einige Artikel einfach noch gar nicht auf Deutsch vorhanden. Sobald die Übersetzung hier in Deutsch fertig ist, gibt es auch hier drinnen den deutschen Artikel. Aber die überwiegende Mehrheit hier drinnen ist auf Deutsch. So. Der Sascha fragt, kannst du noch mal kurz erklären, wie man sich weitere Demokonten anlegt? Das ist eine gute Frage, weil ihr könnt euch keine Demokonten selbstständig anlegen. Ihr könnt euch nur euer Demokonto hier über Feedsource Atlas SIM verbinden. Ja, wenn ihr ein zweites Demokonto haben möchtet, dann müsst ihr im Atlas Support anschreiben und fragen, ob sie bitte ein zweites Demokonto für euch aufschalten. Standardmäßig habt ihr ein Demokonto zur Verfügung. Der Mike fragt, kann man den VWAP auch als Linie ohne den Zeitverlauf, sondern nur den aktuellen Wert inklusive Standardabweichungen anzeigen lassen? Nein, kann man nicht. Kann man nicht. Also, ich habe immer den Verlauf drinnen. Die Standardabweichungen kann ich mir natürlich dazu tun. Im Indikator sowohl als auch im Zeichenobjekt. Standardabweichungen sind kein Problem. Die Werte dazu auch kein Problem. Und die Berechnungsmethoden, ob High, Low, Close durch 3, durch 4, kann man sich auch noch auswählen. Da ist man relativ frei. Ob wir das mit mehreren Konten implementieren können, das weiß ich nicht. Diese Frage gehört mit dem Team besprochen. Ich kann da gar nichts sagen dazu. Bis jetzt war es halt immer so, wenn ein Kunde sagt, er braucht zwei Demokonten, weil er irgendeine Strategie testen möchte oder whatever, dann hat er bei uns im Support nachgefragt und da hat es überhaupt kein Problem gegeben, dass der Support-Mitarbeiter ein zweites Demokonto aufschaltet. Dann startet man Atlas einmal neu und man hat ein zweites Demokonto dabei. So, gehen wir hier weiter im Plan. Das nächste Modul in dieser Liste ist das Smart Tape. Das Smart Tape ist unsere Times and Sales Liste. Und die meisten von euch, die mit Futures zu tun haben, wissen, was das ist. Die Times and Sales Liste ist quasi die einzige Wahrheit, wenn es um Market Orders geht. Hier drinnen sieht man jeden Einzelnen, der irgendwo auf Kaufen oder Verkaufen drückt und wie viel und wann er auf Kaufen oder Verkaufen drückt. Das heißt, in dieser Times and Sales Liste werden alle Transaktionen, die getätigt werden, werden hier im Prinzip
abgetragen. Das ist wichtig. Und warum ist unsere Times and Sales Liste smart? Das kann ich euch sagen. Ich habe hier jetzt da den S&P 500 drinnen. Wie ihr seht, geht es hier um wie bei Schmitz Katze. Ich mache kurz einen Nasdaq, weil dann geht es gleich noch mehr um wie bei Schmitz Katze. So, jetzt sind wir bei Nasdaq. Keiner von euch, inklusive mir, wird dieses Tape noch lesen können oder irgendeine Information aus diesem Tape, so wie es jetzt ist, lesen können. Hier ist aber der Atlas-Algorithmus schon drüber gefahren. Ich zeige euch das, wie das aussieht, wenn man es roh von der Börse betrachtet. Schauen wir uns das geschwind an. Gehen wir auf Einstellungen und dann sagen wir schnell, wir möchten das nicht kumuliert haben vom Algo, wir möchten das so haben, wie es von der Börse kommt. Jetzt seht ihr, jetzt sieht man gleich noch weniger. Rechts ist also der rohe Datenfeed von der Börse, so wie die Daten über den Datenfeed reinkommen. Links hat Atlas schon größere Marktteilnehmer zusammengeführt. Ja, 30, 40 laut Market gegangen. Ihr habt das jetzt kurz vorbeiflitzen sehen. Man hat keine Chance mehr. So, also wird dieses, die originale 40 Lots, habt ihr gesehen, wie viele Einträge das waren, die originale Times and Sales Liste ist nicht mehr verwendbar heute, zumindest nicht an ein bisschen schnelleren Märkten. So, Atlas Algorithmus drüber. Jetzt wird das schon ein bisschen geordneter, aber es ist noch immer unglaublich schwer zu lesen. Also wenn man das den ganzen Tag anschaut und sich Informationen rausholen möchte, bekommt man wahrscheinlich Probleme. Ja, deswegen ist das Tape Smart und ich kann hier in diesem Smart Tape sagen, ich kann mir Filter setzen und kann sagen, mich interessiert das ja gar nicht, was jetzt ich oder du mit kleinen Kontrakten hier auf dem Nasdaq handelt. Bitte zeig mir größere Marktteilnehmer, die mindestens 5 Kontrakte handeln. Mal hier ein Minimum Volume rein, 5. Jetzt zeigt mir das Tape nur noch, wenn Marktteilnehmer mehr oder gleich 5 Kontrakte handeln. Was hat das für einen Mehrwert dann beim Handel an sich oder bei der Marktanalyse? Naja, man sieht, ob jetzt größere Marktteilnehmer aktiv werden oder nicht. Das siehst du im Prinzip bei einem ungefilterten Tape nicht mehr. Man kann sich hier auch Alarme setzen lassen und so weiter und so fort. Ja, also hier hat man den schon mit Algorithmus bearbeiteten Flow, der auch noch zu schnell ist für den Nasdaq. Und hier kann ich 5 oder 10 reintun und dann sehe ich nur mehr Marktteilnehmer in Echtzeit, wenn sie denn kommen und drücken, ja, wann sie aktiv werden, zu welchem Preislevel, dass sie aktiv werden. Jetzt ist einer mit 21 Short Market drinnen und so weiter und so fort. Ja. Diese Sachen erkläre ich jetzt nicht, weil einfach die Zeit nicht fehlt. Grundsätzlich sind die Sachen schön, ich brauche sie nicht. Ja. Ich habe hier das Volumen, den Preis und die Zeit, das ist das Allerwichtigste. Die Größen zum Beispiel, das ist der Best Bid, Best Ask Preis, wo dieser Print stattgefunden hat. Und hier haben wir die Größen, das heißt, bei diesem Print waren so viel drinnen im Orderbuch. So, ganz kurz drüber gestreut bei dem Ganzen, weil ich hoffe für die Neuen, dass es nicht zu kompliziert wird. Wir haben das Bid Ask Tape. Das ist im Prinzip das verkehrte Smart Tape. Hier wird abgetragen, was sich im Orderbuch tut in Echtzeit. Das heißt, schmeißt wer was drauf auf diesen Level, haut wer was runter von diesem Level. Ja. Hier haben wir noch das All Prices Modul. Das ist eher für diejenigen, die ein bisschen mit Zahlen spielen möchten. Hier kann man sich verschiedene Kontrakte oder auch andere Assets holen und kann sagen, ich möchte bitte den Tag haben, den aktuellen Tag oder diese aktuelle Woche. Dann hat man hier in numerischer Tabelle die ganze Woche alle Preise, die gehandelt worden sind. Und dann kann man hier sortieren, wo das meiste Volumen gehandelt worden ist, zu welchem Preis, wo die meisten Trades zustande gekommen sind, auf welchem Preis und das Delta. Was das Delta ist, da können wir ein eigenes Webinar füllen. Das Delta ist der Überhang. Der Überhang ist, wenn er positiv ist, haben mehr Leute gekauft. Wenn er negativ ist, haben mehr Leute Market verkauft. Achtung, Market. Ja, man hat ja immer zwei Parteien. Die eine Partei ist die, was Market drückt und die andere Partei ist diese, die dir das via Limit verkauft. So kommen zwei zusammen und das Delta misst einfach, wie viel Market
das gedrückt worden ist. Und mit dem Delta kann man sich dann im Prinzip anschauen, sind die Leute eher aggressiv kauflustig oder verkauflustig? Können wir uns dann im Chart ansehen. Was haben wir hier noch? Positionen ist eigentlich einfach. Ja, da sind eure Positionen drin. Da schauen wir uns das später noch einmal an. Wir haben hier noch News. Man hat hier die Möglichkeit, in Atlas direkt Feeds reinzuladen von externen Webseiten. Die kann man sich hier anzeigen lassen. Ist schön, wenn man zum Beispiel eine eigene Propfirma hat oder ein eigenes Institut, wo man seine Kunden im Prinzip mit News versorgen möchte. Ich habe hier bei diesenjenigen nichts hier drin. Hier kann noch eine Nachricht stehen. Ja, also das kann man machen. Man kann hier im Prinzip Forex Factory oder wie sie alle heißen, die hier ihren Newsfeed, den kann man hier reinhauen. Was wir noch haben, wir haben die Alarmzentrale. Hier werden alle Alarme der Plattform zusammengefasst und abgetragen in diesem Fenster. Hier kann man die Sounds ausschalten. Wir haben so Pop-up-Windows, die kommen, wenn Alarme kommen. Das kann man hier alles verwalten. Ganz kurz und knackig. Der Following Manager, das ist eben das neue Tool. Ich erstelle schnell eine Gruppe. Man kann sagen, das ist mein Hauptaccount, das sind meine zwei Follower-Accounts und alles, was ich am Hauptaccount mache, wird auf dem anderen Account gespiegelt. Das heißt, man kann mehrere Accounts gleichzeitig handeln. In Atlas gab es vorher so eine Portfolio-Gruppe als Test- und Beta-Feature. Das war so ein Testballon von uns und haben auf Feedback gewartet. Wenn man ehrlich sein sollte, diese Portfolio-Gruppe war für nichts. Außer, dass wir von Kunden erfahren haben, was besser geht und was überhaupt nicht passt. Auf das hin haben wir die Portfolio-Gruppe, die ist im nächsten Update weg. Ja, dieses Test-Feature, die ist fort und haben wir im Prinzip diesen Following-Manager geschrieben, wo alles wirklich kinderleicht verwaltet werden kann. Man kann sich die Gruppe erstellen, man kann sagen, ob nur Positionen gespiegelt werden oder ganze Orders, man kann sie benachrichtigen lassen und so weiter und so fort. Das ist in der Following-Gruppe. Wir haben das Market Replay. Im Market Replay kannst du, ich aktiviere es schnell, sämtliche Charts und Module, auch verschiedener Instrumente, den Marktverlauf wiedergeben. Das heißt, wenn ich jetzt vorgestern nicht am Computer war und es war irgendwo ein Event und ich hätte gern gesehen, wie das dann so gelaufen ist, kann ich mir ein Datum und Zeit eingeben, kann mir sagen, ich möchte das im Dom, im Smart Tape, im Chart, whatever sehen, lade das und kann mir das variabel vom Speed her abspielen lassen. Je nach Einsatzzweck kann man eben mit Level 2 Daten das Ganze abspielen. Das heißt, man sieht die Markttiefe auch. Und wenn man nur normale Kerzen braucht, kann man hier Ticks und Kerzen generieren lassen, je nach Einsatzzweck. Hier wird noch ein weiterer Modus dazukommen, wo es nur darum geht, automatische Handelsstrategien backzutesten. Das heißt, ich habe dann keine Visualisierung mehr, ich habe dann nur noch eine Auswertung. Das ist in Planung. Im Verbindungsmanager, ich zeige euch das kurz, weil es hier schön ausgeblurrt ist, weil eben das Replay noch aktiv ist. Hier hat man alle Möglichkeiten an Datenfeeds, an Brokern und so weiter und so fort. Lässt sich in dem Button Verbindungen quasi einstellen und verwalten. Ich stelle das Market Replay wieder aus. Das heißt, das Market Replay geht weg, stoppt und aktiviert den Datenfeed wieder. Wenn das Market Replay läuft, gibt es keinen Datenfeed. So. Diese Fenster, Order, Trades, Strategien, Konten, Logs und Statistik, findet ihr hier unten im Hauptfenster genauso. Es ist ziemlich selbsterklärend. Hier ist eben alles, was ihr gemacht habt, wird hier abgetragen. Die Orders, die Trades, die Positionen, die aktiv sind. Wenn man das Häkchen wegmacht, sieht man, was heute passiert ist an Positionen. Man hat eine Übersicht an Konten. Man hat das Replay-Konto genauso drin, wenn man irgendwas backtesten möchte. Man hat eine Statistik, also da stehen im Prinzip die normalen Metriken drinnen, Anzahl der Trades, also insgesamt 6, gesamter P&L 400, Provisionen, was gezahlt worden sind, das findet man hier. Man hat ein Journal, wo alles genau, der Profit, die Ticks, die Richtung, also alles, was man im Prinzip so braucht, was so passiert an Statistiken und an Auswertungen. Ja, man hat hier noch Strategien. Follow Manager, die Sachen sind nicht aktiv jetzt da. Und das war's. Man hat hier noch Logs, wo alles mitgeschrieben wird, wenn man zum Beispiel hier Indikatoren in Atlas hat, die einen Schaden haben.
weil sie Fremdindikatoren sind, kann man hier unter Logs auslesen. Man kann hier auch bestimmte Sachen einblenden und ausblenden. Und man, wenn man mit der Maus drüber fährt, dann weiß man, was man ausblendet. Und hier kommt man noch, wenn man ein Problem hat, ein technisches, kommt man hier mit diesem Button Log-Ordner öffnen, direkt im Windows-System in euren Ordner. Da sind Textdateien abgelegt, für jeden Tag eine Textdatei. Und wenn der Support zum Beispiel sagt, okay, schick mir bitte das Log-File, damit wir nachschauen können, ob da irgendwo ein Problem aufgetreten ist, dann wisst ihr, wie ihr dorthin kommt mit diesem Button. So. Das ist jetzt mal das Hauptfenster von Atas. Gibt es dazu Fragen? Ich weiß, es sind einige neu hier. Es wären auch immer mehr im Raum. Bin ich zu schnell? Bin ich zu langsam? Gut, also das sind jetzt quasi diese Einstellungen im Hauptfenster. Und das Wichtigste, was ihr braucht, ist quasi eh nur dieses Hauptfenster. Wir möchten die Plattform nicht überladen und zu kompliziert machen. Ja. Wir möchten so viel wie möglich bieten, aber es nicht zu kompliziert machen. Für einige, die andere Sprache präferieren, die Sprache des gesamten Systems stellt man hier um. Wir haben mittlerweile auch Chinesisch, Russisch, Spanisch, Französisch, Englisch. Hier kriegt ihr alles, was ihr an Informationen benötigt. Es gibt ein Hilfezentrum, das zeige ich euch noch schnell. Moment. Das ist nämlich ganz wichtig. Es gibt so viele Tools, Indikatoren und so weiter und so fort. Und man kann natürlich am Anfang nicht alles wissen. Also unter help.atas.net bekommt ihr im Prinzip das Supportforum, wo es um die Plattform geht und um Entwickler geht, die auch Fragen haben. Hier schreibt ihr den Suchbegriff rein, zum Beispiel, keine Ahnung, Rhythmik. Dann kommt sofort Verbindung zur Rhythmik. Ihr klickt das an. Und ihr habt im Prinzip hier die genaue Anleitung, wie ihr das verbindet. Und das geht für Indikatoren auch und für alle Fragen, die Atas betreffen. Das ist das Erste. Und wenn einer von euch jetzt meint, ja, Atas ist schon nicht so schlecht, aber das ginge besser und ich habe eine Top-Idee, gibt es hier noch was. Das ist feedback.atas.net. Hier kann man seinen Feedback abgeben. Schauen wir uns das einmal an. Also was die Kunden jetzt machen im Moment, die haben Feature Requests, was könnte man verbessern? Hier kann man das dann upvoten, also alle Kunden machen hier mit. Ja, da gibt es sogar ein Ranking. Und hier zum Beispiel kommt einer um die Ecke mit der Idee, irgendwas mit einem 30-Minuten-Chart und TBOs und das lässt man sich verbessern. Die andere Trader empfinden das für gut und das kriegt dann ein Upvote. Dann gehen unsere Entwickler her, schauen sich das Ganze an. Und das haben sie top übersetzt hier. Das ist die Roadmap, heißt Zukunftsplan, top. Und hier steht dann drinnen, was jetzt in Zukunft geplant ist für Atas. Also die Templates für Indikatoren zum Beispiel, dass man alle Trades der letzten 2 Monate oder 3 Monate in Chart sieht, Templates für Zeichenobjekte und so fort und so weiter und so fort. Das steht hier drin, das ist geplant. Das wird gerade erledigt und da sieht man dann hinten nach, was hat denn das Team jetzt schon alles erledigt von den Kundenwünschen. Also das ist eine gute Sache. Man sieht ja auch, dass eine Atas-Version für Mac OS X, für Mac OS schon in Bearbeitung ist. Und da seht ihr dann im Prinzip oder habt ein bisschen Übersicht, was passiert denn. Ja. Und hier hinten bei Changelog seht ihr dann die Versionsnummer, wann sie rauskommt, neue Funktionen, was ist hier alles drin und so weiter und so fort. Das ist jetzt einmal abseits der Plattform, aber es ist auch wichtig, dass man als Plattform euch als Kunden nicht im Stich lässt, sondern dass ihr Einblick habt, dass wenn ihr Fragen habt, dass euch wer hilft und das nicht 2 Wochen später, sondern relativ zügig. Und da bin natürlich ich dahinter im Support auch, dass die Mitarbeiter die Fragen, die sie habt, schnell beantworten, wenn es Probleme gibt, gröbere Probleme, dass diese schnell behoben werden und so weiter und so fort. Also das einmal zu mir. Gut. Gehen wir weiter zum Thema und schweifen nicht zu viel ab. Das Market Replay machen wir zu. Also, eine Übersicht zu Atas und das Wichtigste von Atas und das Wichtigste von jeder Trading- oder Charting-Software ist das Charting. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Also, wir haben einen Standard-Charter, der kommt immer daher mit einem Volumenprofil und mit der Markttiefe. Das heißt, auf der rechten Seite sehen wir jetzt am S&P 500 ganz genau, auf welchem Preis wie viele Limit Order liegen und darauf warten oder auch nicht abgeholt zu werden. Ja,
Das heißt, der Markt bewegt sich, weil viele Leute irgendwo Market kaufen oder verkaufen. Und je nachdem, wie wenig Limit Order das überbleiben, steigt oder fällt der Kurs. So einfach ist es in Wirklichkeit. Ja, wenn jetzt 59 drücken mit Market Buy, sind wir einen Tick höher. Das ist Angebot und Nachfrage. Und die Market Käufer, Verkäufer, die aggressiven und die Limit Käufer, die passiven, die spielen zusammen. Ja. Das heißt, man muss jetzt nicht nur den Kurs im Auge behalten, man muss auch im Auge behalten, was ist denn da? Was ist denn an Treibstoff da? Ist darum, dass so wenig Treibstoff im Orderbuch, dass sich die Market-Verkäufer leicht tun, den Kurs nach unten zu drücken? Oder gibt es hier Levels, die einfach überdimensional stark sind, die den Kurs anziehen und die dann vielleicht sogar verschwindet, weil es kein echter Marktteilnehmer war? So Sachen analysiert man, so Sachen schaut man sich an, kann man sich anschauen, zumindest. Die Möglichkeiten sind da. Also der Standardchart ist ein ganz normaler Kerzenchart im 5-Minuten-Format und ein Volumenprofil, da könnte man ein eigenes Webinar füllen und genauso von der Markttiefe. Werden wir in Zukunft noch einmal machen, weil die Leute sehr danach gefragt haben, dass wir da tiefer einsteigen. Also der normale Atlas-Chart hat eben das Feature, wenn man reinzoomt, öffnet sich automatisch der Footprint-Modus. Und wenn der Footprint-Modus sich öffnet, erscheint hier links ein Menü. Das ist jetzt weg. Und wenn ich reinzoome, kommt's. So, jetzt ist es da. Ein Footprint-Chart ist nicht gleich ein Footprint-Chart. Ein Footprint-Chart kann dir sehr viel verschiedene Dinge zeigen. In dem Fall zeigt er uns Bid und Ask. Ja. Man kann sagen, ich möchte das einfach das Volumen sehen. Ich möchte jetzt sehen in der Kerze auf jeden Preis, wie viel Volumen ist gedreht worden. Ich kann auch die Analyse hernehmen. Ich möchte sehen, wie viele Trades haben stattgefunden. Trades ist nicht gleich Volumen. Ja, dann haben wir das Bid Ask und dann haben wir das Delta. Das, was ich vorher angeteasert habe, das ist der Überhang, der zustande kommt, weil wir ja auch Limit Orders haben. Ob mehr gekauft oder verkauft wird. Market. Aufpassen. Market. Dann kommt es halt hin und wieder vor, dass wir ein Tief haben, wo extrem viele Leute mehr verkaufen wie kaufen, aber der Kurs nicht tiefer geht und dann geht es nach oben und die sind alle falsch positioniert. Das kann passieren. Das kann man sich anschauen. Das kann man messen. Ja. Es gibt natürlich auf der anderen Seite genauso Leute, die sich falsch positionieren. So wie wir alle uns hin und wieder falsch positionieren und dann wundern, warum der Kurs gegen uns läuft. Ja, das kann man eben mit diesen Tools messen und sich anschauen. Und dann gibt es in Atlas ganze, ich sag mal dazu, Suchmaschinen, die dir alle Candles durchsuchen für bestimmte Ereignisse. Zum Beispiel viele Käufer am Top bei einer negativen Candle und so weiter und so fort. Also der Footprint Chart ist das Herzstück des Ganzen für die Analyse und das sind die vorgefertigten Footprint-Modi, die es gibt. Ja? Aber ich kann mir den Footprint-Chart selber einstellen, wie ich möchte. Also ich kann mir zuerst sagen, ich möchte, okay, ich möchte das Volumen sehen. Ist gut. Ja? Ich möchte aber das Volumen sehen in Profil. Auch gut. Und ich möchte aber als Farbschema das Delta haben. Zack. So, jetzt sehe ich das Volumen in Zahlen, sehe das Profil dazu, sehe aber gleichzeitig auch, wie sich das Delta wo verhalten hat. Ja, also man kann sich Heatmaps drüber legen mit verschiedenen Farbschemen. Das würde jetzt wirklich alles sprengen hier. Ich gehe nur ganz kurz drüber. Ja. Man kann sich hier eben die Kontraste und die Grenzen stellen, damit man große Levels oder große Bereiche sofort sieht. Man kann auch jetzt, und das ist neu in Atlas, zu dem Footprint einen zweiten Footprint dazustellen. Das heißt, ich habe jetzt hier den ersten Footprint und rechts den zweiten Footprint. Da möchte ich nur Trade sehen. Jetzt müssen wir ein bisschen weiter reinzoomen. So, jetzt habe ich zwei Footprints nebeneinander. Also es sind einige hunderttausend Kombinationsmöglichkeiten mittlerweile, wie man sich diesen Footprint-Chart zusammenbaut. Und je nachdem, was man benötigt, es wird jeder, fast jeder von euch, wenn er länger dabei ist, andere Sachen benötigen oder auf andere Dinge schauen, die ihm einen Mehrwert bringen. Somit kann man sich das einstellen. Und wenn man rauszoomt,
sind wir ganz normal wieder am Kerzenchart unterwegs. Ah, ich denke, die Zeichenobjekte brauche ich jetzt nicht unbedingt alle durchgehen, sparen wir uns die Zeit. Also hier gibt es Fibos, es gibt Balken, es gibt Pfeile, es gibt Lineal, es ist alles, was man so zum Einzeichnen braucht. Es gibt bis auf Elliott-Wellen fast alles und die Elliott-Wellen bringe ich auch noch so weit. So viel zu dem Thema. Also ich würde sagen, die Zeichenobjekte sparen wir uns, da brauchen wir kein Einführungswebinar dafür. Ja. Was man noch tun kann in Atlas, und das ist also ein halbes Zeichenobjekt mit gedrückter mittlerer Maustaste, kann man natürlich Strecken messen. Hier sehe ich das Volumen von dieser Strecke, wie viel Ticks, welches Delta, wie viele Bars, wie viel Zeit und so weiter und so fort. Ich sehe auch, dass ein Kontrakt diese Länge 1637 Euro gebraucht hätte. Dollar, verzeih mir, Dollar. Ja. Also. Auch der Chart, jetzt gehen wir kurz mal rein ins Submenü, auch der Chart an sich selbst hat in den Einstellungen, also ihr könnt euch angefangen von den Kerzenfarben, Hintergrundfarbe, Hintergrundverlauf, Hintergrundbild, ihr könnt euch den Chart wirklich frei konfigurieren, wie ihr den haben möchtet. Ihr könnt auch sagen, ich habe jetzt hier den Footprint und ich sehe hier whatever. Ich habe mir das jetzt schön ausgemalt oder eingestellt und ich möchte nicht, wenn ich den zusammenstauche, den Chart, dass es keine Candles mehr werden, dann kann ich das hier ausschalten. Ja, automatisches Transformieren schalte ich aus. Dann kann ich natürlich rauszoomen und sehe weit weg, was ich mir hier eingestellt habe. Ja, also. Vom Charting her, vom Design, von den Einstellungen her, wir sind so flexibel, da kann sich jeder das zusammenbauen, was er braucht. Also da gibt es überhaupt kein Problem. Was wir haben, sind grundsätzlich verschiedene Chart-Modi, den ganz klassischen Balken. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die verwenden das noch, was nicht schlechtes ist. Kerzen, wissen wir. Dann haben wir transparente Kerzen. Die transparenten Kerzen braucht man, wenn man mit ich sage es jetzt mal mit Cluster Search oder sagen wir, das ist die Suchmaschine von Atlas, ist der Cluster Search Indikator, sich gewisse Sachen in den Candles sucht, ist es cool, wenn man transparente Kerzen hat, dann sieht man hier drinnen gleich, wo sich die Sachen verstecken. Dann haben wir den Linienchart, das ist auch ganz Standard. Dann Footprint-Modus waren wir jetzt lang genug drinnen. Dann haben wir noch einen und dann haben wir Ausblenden. Und dann sagt der Normalo zu mir, für was blende ich mir das aus? Dann habe ich da ja nichts. Das ist für meine Kollegen und für alle Kunden, die Profiling verwenden. Ja, das heißt, wenn die da reingehen, haben die keine Candles und sagen, okay, ich arbeite großteils für meine Analyse mit Profilen. In dem Fall sind es jetzt Volumenprofile und ich möchte Profiling machen und dann brauche ich keine Kerzen. Deswegen kann man hier im Prinzip die Kerzen ausblenden. Das zu dem Thema. Man kann sie natürlich einblenden auch, aber manche möchten eben nur die Profile haben. Gehen wir gleich weiter im Programm. Ich hoffe, ich schaue mal rein, es gibt sicher keine Fragen, weil das sind alles, jawohl, Standards. Was gibt es noch? Was ist zum Sagen zu Atlas? Abgesehen davon, dass man footprintmäßig und volumenmäßig ziemlich on top sind, sage ich einmal, was man braucht und wenn wir was nicht haben, was man dringend braucht, dann haben wir es in Kürze. Da kümmere ich mich meistens drum. Wir haben auch verschiedene Chart-Modi. Also nicht nur die zeitgebundenen Charts, sondern auch Charttypen, die nicht zeitgebunden sind. Das heißt, es passiert was anderes, dass die Candle gezeichnet wird. Da gehen wir gleich durch. Du hast die Möglichkeit in Atlas dir selber Charts, so wie das 3-Minuten-Chart, geht man hier auf Konfigurieren, gehe ich in die Minute rein und sage hinzufügen und jetzt machen wir Minute. Und sagen, haha, ich bin super witzig, ich möchte einen 7-Minuten-Chart haben. Das ist jetzt nur zum Zeigen. Ja. Der heißt dann im Prinzip 7 Minuten. Das ist jetzt nur so testweise. Tun wir den 7 Minuten, dann hauen wir testweise hier dazu rein. 7 Minuten, machen wir hinzufügen. Okay, hinzufügen, dann haben wir hier den 7 Minuten, dann kann ich mir den hier nach dem 5 Minuten Chart hinlegen, sage ich übernehmen und mache hier meinen 7 Minuten Chart auf und jede Candle hat hier 7 Minuten dann. Ja. Also man ist hier auch nicht gebunden, man kann sich verschiedene
Charttypen erstellen. Das gilt für alle jetzt folgenden Charttypen. Der Sekundenchart ist meiner Meinung nach selbsterklärend. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Läuft jede Sekunde eine andere Candle. Das gleiche ist am Tickchart. Der Tickchart ist eben jeder Tick eine Bewegung. Kommst du? Lad mir die Tickdaten. Bitte, danke. Hier werden ja zum Teil keine Candles mehr gebildet, weil wir ja am Tick oft stehen bleiben. Dann könnte man umschalten auf Linienchart, rauszoomen, rauszoomen, rauszoomen und man hat im Prinzip seinen Tickchart in dieser Art und Weise. So, dann wäre es aber interessant. 100-Volumen-Chart, was könnte denn das sein? Ich stelle hier um auf Kerzen. Das heißt, was macht Atlas hier? Jetzt haben wir am S&P 500, jetzt werden wir relativ viele Kerzen kriegen, weil ja viel Volumen durchgeht. Das heißt, er zeichnet Kerzen und schließt diese Kerze ab, wenn 100 Volumen durchgegangen sind. Ja, ist nicht zeitgebunden, dieser Charttyp ist rein volumengebunden. Ja, wenn ich mir das Ganze am Nasdaq anschaue, brauche ich natürlich viel länger, bis 100 Volumen gehandelt worden sind. Da schauen die Kerzen schon wieder anders aus. Ja, also Atlas zeichnet hier, wenn 100 Volumen durch sind, das Close. Mehr macht es nicht. Was wir hier noch haben, ist das gleiche Spiel mit Delta. Das heißt, wenn ich einen Delta-Wert von 500 erreiche, ich kann hier auch einstellen 50 oder 5, je nach Instrument, zeichnet Atlas eine neue Kerze. Das heißt, die Preisbewegung ist gleich, ihr habt aber absolut in dem Fall kein Rauschen über die Zeit. Ja, wenn jetzt die Candle 5 Minuten läuft, auf und nieder, 5 Minuten sind um, close neue Candle. Hier werden die Candles so gezeichnet, wie sie der Markt im Prinzip fährt. Ja, könnten wir ja mal anschauen. Also das einen Vergleich ziehen zu Minuten Candles zum Beispiel und diesen gezeichneten Candles. Ihr könnt euch das jederzeit anschauen und mir dann ein Feedback geben und höchstwahrscheinlich sagen, wow, diese Dinger filtern Marktrauschen extrem raus. Die klassischen Range Charts. Lassen wir uns laden. Ist auch ein zeitunabhängiger Charttyp. Ja. Von diesen Range Charts gibt es noch drei verschiedene Algos, vier, die das Atlas Team hinzugefügt hat, wo ich selber nicht weiß, wie diese rechnen. Das ist der Range X, XV, Z und US. Beim US vermute ich ja, dass das im Prinzip die Reversal Candles sind. Es gibt auch keine Beschreibung dazu. Möchten die Kollegen nicht rausgeben? Möchten sie nicht machen? Okay. Ja, also das sind alles Charttypen, mit denen man spielen kann und auch sollte. Renkos ist selbsterklärend für die meisten hoffentlich. Ein Renko-Brick wird im Prinzip auch an der Bewegung gezeichnet und nicht an der Zeit. Ja, also die Bewegung und der Preis in der Bewegung und wenn die Bewegung jetzt der 4, 5, 6 Ticks erreicht, dann wird eine neue Candle gezeichnet. Ja, Renkos. Dann haben wir hier den klassischen Reversal, wo die Kerze oder der Preis eine gewisse Umkehrbewegung machen muss, dass weitergezeichnet wird. So, das ist der klassische Reversal, den es schon ewig gibt. Und den Order Flow, das ist auch ganz spannend. Beim Order Flow Chart kann man einstellen, wie viel oder sagen wir es mal so, wie viel an Volumen gehandelt werden muss, dass der die Kerze überhaupt anzeigt. Und das gleiche ist mit den Cumulative Trades. Also das ist, macht man gerne, um Slippage am Chart zu finden. Man sieht, das ist jetzt, das sieht man im Prinzip und kann filtern, wenn man sich damit beschäftigt, im Chart, an welchen Preisen zum Beispiel mehr wie 100 Trades mit Slippage ausgeführt worden sind. So Sachen kann man sich hier raussuchen. Ist jetzt für den Nasdaq vielleicht nicht optimal konfiguriert, aber dass man hier kurz einmal durch dieses ganze Timeframes und Charttypen gegangen sind. Also hier habe ich wirklich jede Menge Stoff, wo man auch Research und vor allem, wenn man Sachen versuchen kann, testen kann. Welcher Charttyp funktioniert, auf welchem Markt gut, zu welcher Uhrzeit gut, zu welcher Strategie gut. Also da ist man richtig
gut im Rennen damit. Was wir hier noch drinnen haben, und die Frage kommt oft, und das gefällt mir nicht, wenn eine Frage oft kommt, weil dann machen wir was falsch. Da viele Kunden fragen, ja, ich habe aber nur 1, 2, 3, 4, 4 Tage als Historie drin. Jetzt muss man wissen, voreingestellt, wenn man drüber fährt, steht Loaded Days 4. Das ist quasi das Template, das man hier aber auch noch einstellen kann. Wo man sagen kann, ich habe den 5-Minuten-Chart, ja, diesen bearbeite ich jetzt kurz und kann dann sagen, 4 Tage soll er laden, wenn ich dieses Template hier drinnen aufmache. Ja, ich mache das, ich tue da drin gar nie was. Wenn ich jetzt einen 5-Minuten-Chart haben will und ich möchte jetzt bitte 2 Wochen sehen, dann tue ich den Haken bei Tage weg, das Auto weg, tue hier 14 rein, drücke auf Übernehmen und er lädt mir im Prinzip die 14 Tage. Es dürfte unsererseits nicht optimal gelöst sein, weil sonst würden nicht so viele Leute fragen, wie sie die Historie erweitern können. Unter Umständen sollte man das Tage weg tun und Historie hin, Auto, weiß ich nicht. Man kann sich auch zum Beispiel eine Woche raussuchen. Man sagt dann im Prinzip 14 Tage unter Enddatum, dann hat man die 2 Wochen bis zu dem Enddatum. Man kann halt also den Bereich einschneiden auch noch. Gibt es noch Fragen dazu? Ich sehe, dass es Fragen gibt. Der Roger fragt, ob wir Monatschart machen können. Können wir nicht. Jahreschart schon gar nicht. Warum können wir das nicht machen? Jedenfalls nicht einer, der 100% passt. Vor allem nicht mit den ganzen Continuous-Kontrakten, die aneinandergereiht werden. Folgendes: Man hat die Problematik, ich kann jetzt schon sagen, er soll eine Candle auf 32 Tage machen. Oder auf 31 Tage. Nur hat nicht jedes Monat 31 Tage. Also das ist ein bisschen problematisch. Man kann es vielleicht grob machen, aber eine echte Monatscandle oder Jahrescandle für Futures am Continuous stelle ich mir schwierig vor. Ja. Gut. Gibt es noch Fragen zum Thema Timeframes, zum Thema Chartarten, zum Thema, wie viel Historie gibt es? Ist eine gute Frage. Schauen wir mal, wie viel wir schaffen. Ich habe jetzt im Moment 5000 Tage geladen. Ich weiß nicht, ob es 5000 Tage gibt. Die erste Candle hier im S&P 500, wir sind im Jahr 2013, also wir haben 10 Jahre Historie und kann auch im Jahr 2013 normalerweise, ich muss schauen, dass ich euch kein Blödsinn dazu, was sieht man hier? Wir sind jetzt im Jahr 2013. 2013. Und jetzt möchte ich da bald reinschauen. Ah, Moment, ich habe ja was verändert hier. Kann nicht gehen. Also, ich habe hier im Jahr 2013, machen wir uns das auf, für jeden Preis, für jeden Tick das Volumen für euch. Das heißt, ihr habt die Historie hier bei Atlas dabei. Ihr könnt bei den Futures 10 Jahre und mehr zurückschauen und seht einen jeden getätigten Trade auf diesen Preis. Das heißt, ihr habt Volumen-Tickdaten. Ihr könnt researchen bis zum Abwinken. Da kommt eine Frage rein, ob die Bionic Candles kein Thema mehr sind. Natürlich sind die Bionic Candles Thema, um hier für auf. Oh, das geht schief. Ich habe jetzt auf den 5-Minuten-Chart gedrückt und 5000 Tage Historie geladen. Das tun wir uns nicht an, würde ich vorschlagen. Zum Thema Bionic Candles. Es ist so, dass diese Bionic Candles ist ja keine Atlas-Entwicklung. Diese Bionic Candles hat ein Atlas-Kunde, der sehr interessiert für die Plattform und für Trading-Strategien ist, entwickelt und hat dieses Atlas zur Verfügung gestellt als Indikator. Ich hoffe, ich habe das in meiner Version drin. Hier ist sie. Habt ihr drinnen unter Indikatoren Bionic Candle. Ich werde das Thema jetzt nicht bearbeiten, weil das sollte derjenige machen, der eben diese Bionic Candles entwickelt hat, wie diese funktionieren. Also Bionic Candles sind kein Thema mehr, weil sie schon in der Plattform drinnen sind. Ja.
Soweit. Und jetzt sind wir eh schon gut dabei. Jetzt haben wir das oben durch, also hier Instrument wechseln. Hier haben wir unsere Timeframes, unsere Chartarten, unsere Historie. Hier haben wir einen Schnellwechsler für Handelsgrößen. Das heißt, einen Kontrakt, zwei, drei, vier, fünf. Hier kann man da hinzufügen und kann man sich Hotkeys auf der Tastatur setzen. Global oder eben nur für dieses Fenster. Hier haben wir die Chartarten, haben wir schon gehabt, die Zeichenobjekte. Gehen wir nicht alle durch, dauert zu lang. Hier noch ein kleines Thema zu Zeichenobjekten. Es funktioniert die Windows-Logik. Was heißt das? Ich zeichne was, ich zeichne noch was, ich markiere mit Steuerung A kann ich alle markieren. Ja, mit Steuerung C und Steuerung V kann ich es kopieren, einfügen. Ich kann mir die Zeichenobjekte auch hier holen mit Steuerung C und dem anderen Chart mit Steuerung V einfügen. Das heißt, alles, wie es ihr kennt aus Word, mit Einfügen, Ausschneiden, Steuerung A zum Beispiel alles markieren, Entfernen-Taste alles löschen. Diese ganzen Dinger gibt es eben für das Easy Handling hier auch. Ich kann natürlich ja auch mit Steuerung Z rückgängig machen, wenn ich was versehentlich gelöscht habe. Also diese ganze Logik und diese ganze Funktionalität gibt es hier. Ja, ihr habt hier, wenn ihr sehr viele Zeichenobjekte habt, hier noch die Objektliste. Einige kennen das aus dem MetaTrader. Hier kann ich die Dinger ausblenden, hier kann ich sie sperren, hier kann ich sie nochmal bearbeiten. Das zum Thema den einzelnen Zeichenobjekten, was da hier gibt. Man kann den Magnetismus einschalten, damit ich hier genauer bin und so weiter und so fort. Ich kann alles sperren, ich kann alles ausblenden, ich komme aber so auch hier rein. Mit rechter Maustaste auf das Zeichenobjekt komme ich hier zum Globalstellen, zum Sperren, zum Löschen für die Einstellungen. Mit Doppelklick komme ich in die Settings jedes Zeichenobjekts und kann halt einen Alarm verwenden. Ich kann die Farbe ändern, ich kann den Stil ändern. Auch wieder keine Limitierung. Was wir hier bekommen, ist hier ein kleines Feld. Und in Zukunft kann man sich dann auch zum Beispiel für die Ellipse vier, fünf Templates basteln. Wenn einer sagt, er braucht eine rote, eine grüne und eine gestreifte, dann kann er die hier mit der Schnellauswahlliste dann holen. Das ist gerade in Entwicklung. Gibt es Fragen zu Zeichenobjekten? Nein, gibt es nicht. Dann machen wir gleich weiter. Was wir noch haben, ist in Atlas die Footprint-Lupe. Das heißt, mit Druck auf die M-Taste, sofern ihr die Hotkeys nicht verändert habt, kann ich in die Candles jederzeit reinschauen und schauen, was ist auf den Top passiert. Ja, das heißt, ich habe eine Lupe und je nach Modus, der im Hintergrund eingestellt ist am Footprint, sehe ich dann, also in dem Fall ist es der Standardmodus, sehe ich dann rein und kann im Prinzip schauen, aha, an dem Top ist das passiert, hier ist Volumen gebildet worden, haben wir es dann immer höher geschafft und so weiter und so fort. Das ist die Lupe. Dann haben wir hier die Indikatoren, ganz ein wichtiges Thema. Hier habt ihr im Prinzip, und das sprengt auch dieses Webinar, alle möglichen Indikatoren drinnen. Es sind einige hundert, es sind einige speziell, die es nur bei Atlas gibt. Es gibt ein paar Standardindikatoren, es gibt technische Indikatoren. Also, und es werden ständig mehr, nicht nur von uns selbst, sondern auch von Kunden, die sich selber Indikatoren programmieren oder meinen, wow, das ist so ein gutes Tool auf TradingView, ich brauche das jetzt in Atlas. Man weiß, in TradingView hat man ja im Prinzip die Source Codes zu den Indikatoren dazu, das Umportieren von so einem Indikator zu Atlas, weil das sind ja meistens alles nur relativ einfache Indikatoren, die auf technischer Natur am Preis arbeiten, ist relativ einfach. Also hier hat man im Prinzip die Indikatoren mit dem Suchfeld. Oben hat man die zur Verfügung stehen. Mit Doppelklick oder Hinzufügen hat man sie dann unten in der Liste für den Chart, kann sie auch ausblenden. Ich kann sie mir hier, wenn ich mehrere Indikatoren habe, laden wir noch einen dazu, mit Ask von mir aus, dann kann man sich das Ganze hier im Prinzip auch minimieren, ausblenden und so weiter und so fort. Ja, von dem her, man kann hier noch den dazu holen. Kleinen Moment, schauen wir mal, Dynamic Levels. So, dann hat man im Prinzip alle, die im Chart sind, kann man dann, hier ist ein Indikator im Chart, kann man aufklappen, bearbeiten, ausblenden, löschen. Geht alles von der Hand. Im Chart. So.
Eine Frage ist da, Market Profile, please. Was soll ich zum Market Profile machen? Dann kann ich hier Antworten drauf. Also das ist das Thema Indikatoren. Dann haben wir hier, das ist ein Randthema, Pointer. Jetzt habe ich einen Pointer am Chart. Ich habe hier das Crosshair und ich habe hier die Möglichkeit, globales Crosshair zu machen. Das heißt, das ist auch zum Teil neu. Einige werden das gar nicht mitgekriegt haben. Ich mache jetzt kurz mal ein paar Charts auf, nur dass man, damit wir was sehen. Ich klone das schnell, ich klone das Ganze noch einmal schnell und mache das, was ich euch gesagt habe. Ich verschachtel diese Charts ineinander. Ich mache von mir aus einen großen gemeinsamen Chart damit oder den biegt man unten drauf, ist doch egal. Mache das Ganze Fullscreen, damit wir uns das sehen. Jetzt habe ich einen Chartverbund. Hier mache ich einen Crude Oil rein. Hier mache ich einen, mach mal einen Nasdaq oder einen FDAX rein, wie auch immer. So, dann zoomen wir mal ein bisschen raus. Und manche werden das schon ein bisschen gesehen haben. Und man hat jetzt grundsätzlich das globale Crosshair zeigt dir am Chart, machen wir das kurz so, damit wir zwei ES-Charts haben. Und hier machen wir, was weiß ich, in H1-Chart. So. Haben wir hier einen Stundenchart unten und hier meinen Minutenchart. Und hier zeigt mir im Prinzip, wenn ich am Stundenchart fahre, wo wir am 5-Minuten-Chart genau sind mit dem Global Crosshair und umgekehrt genauso. Das ist die erste Variante, so nutzen es die meisten Leute eigentlich in Wirklichkeit. Das heißt, ich sehe in allen Charts, wenn ich hier hinklicke oder hier vor mit der Maus, sehe ich in allen Charts, wo diese Position genau war. Aber was auch sehr interessant ist, und das haben viele nicht am Schirm. Jetzt haben wir da Crude, wir haben hier den und dann machen wir hier den. Ich hoffe, dass wir hier ein wenig Korrelation sehen. Wir machen hier 5-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart und hier auch nochmal 5-Minuten-Chart. So, ich habe jetzt drei verschiedene Instrumente in Wirklichkeit. Ja, und sehe hier zwar nicht mehr genau die Position, aber die Zeit. Das heißt, ich sehe hier, wenn ich mich auf den S&P konzentriere, diesen Abverkauf und sehe aber gleichzeitig, wie die anderen Märkte darauf reagiert haben. Das heißt, der S&P hat abverkauft, volle Möhre, zwar nicht volle Möhre, aber die letzten Minuten. Und man sieht, wie hier oben beim Crude Oil der Markt auf diesen Abverkauf reagiert hat. Also so kann man das globale Crosshair ja genauso verwenden. Nicht nur dasselbe Asset, man kann wirklich schauen, wie sich diese Bewegung ausgewirkt hat auf andere Klassen. Gut, mache ich das wieder zu, dass wir wieder nur mehr einen Chart haben. Was wir noch können, und da sind wir jetzt eh schon, das war das Crosshair, Global Crosshair, das Thema mit Templates. Du kannst in Atlas alles abspeichern als Template, laden als Template. Du kannst hier Favoriten reinmachen zu den Templates und Snapshots. Du kannst diese Templates exportieren, die Snapshots exportieren, importieren. Ihr könnt die Freunde schicken. Wenn ich einen Snapshot mache, habe ich alle Zeichenobjekte drinnen im Chart. Das heißt, ich habe eine Analyse in einem Chart gemacht, die exportiert das als Snapshot, schickt es einen Freund, der kann das importieren und hat die komplette Analyse auf seinem Desk. Zum Beispiel kann er machen. Das ist die ganze Verwaltung und ich habe halt hier die Sterne zu setzen, meine Favoriten von meinen Templates. Und ich kann in Wirklichkeit, habe ich dann hier meine Favoriten drin und noch schneller habe ich die Favoriten hier drin. Wenn ich sage, also nicht oben draufklicken am Chart, sondern unten, dann kann ich direkt den Chart mit meinem Template öffnen, das, was ich mir schon vorher angelegt habe. Ja, das sollte die Arbeit auch erleichtern. Wow. Es ist schon 19 Uhr, machen wir trotzdem schnell fertig. Den Chart zumindest, dass wir hier durch sind. Man hat hier das Scaling, das ist das gleiche, was ich euch hier am Smart Dome gezeigt habe. Mein S&P 500 hat jetzt im gegenwärtigen Zustand, im Originalzustand, braucht der 4 Ticks für einen Punkt. Wenn ich das Scaling hier von Auto stelle auf 4, wird mir der Chart zusammengerechnet in ganzen Punkten. Macht vor allem bei Instrumenten wie den Nasdaq extrem Sinn, weil der einfach sehr flatterhaft ist und das Volumen nicht sehr groß ist. Ja. Hier kann man das im Prinzip machen, dass man diesen zusammenrechnet. Das ist das Feature vom
Scaling. Screenshot ist klar. Fullscreen ist mehr oder minder auch klar. Ich hoffe, das geht jetzt überhaupt bei dieser Übertragung. Jawohl, es geht. Also man kann das alles Fullscreen machen für euch zu Hause. Mit Escape sollte man aus diesem Fullscreen-Modus kommen. Die Gruppierung haben wir gehabt. Hier sieht man nochmal die Einstellungen. Im Vordergrund ist selbsterklärend, wenn ich das anklicke, hat kein Fenster im Prinzip die Chance, dass es den Chart überdeckt. Das wäre es jetzt mit diesen Funktionen. Hier hat man noch einmal die Zeichenobjekte links. Dieses Menü könnt ihr euch selbst auswählen mit den Zeichenobjekten, was ihr am öftersten verwendet oder am liebsten verwendet. Zwei Kleinigkeiten noch, dann sind wir mit diesem Einführungswebinar fertig und mit dem Chart. Ich hau mal geschwind hier alles raus. Wir haben hier unten noch zwei Hauptfunktionen. Wir haben rechts den Chart Trader, das heißt, hier könnt ihr Markets aufgeben, Close, Konto auswählen, Exit-Strategie wählen. Die zweite Möglichkeit, ihr könnt Limits mit rechter Maustaste in die Charts legen. Die dritte Möglichkeit, bei gehaltener Leertaste könnt ihr blitzschnell Orders in den Markt schmeißen. Ja, das sind die Möglichkeiten der Orderaufgabe, die hat man im Chart Trader drinnen. Und was es hier noch gibt, und das ist relativ frisch und neu, das ist der Dome Trader. Hier kriegt man sofort eine kleine, also eine volle Heatmap mit. Ja, kann sich das anschauen, kann analysieren, wie es mit den Limit Orders ausschaut. Wir sind hier am Nasdaq, da läuft das alles relativ schnell und zügig. Kann das Ganze auch auf Fullscreen stellen. Und hat im Prinzip seine Heatmap immer mit dabei in jedem Chart. Es ist nicht abhängig, welchen Chart das ihr verwendet. Diese Heatmap lasst sie natürlich auch frei konfigurieren. Ihr möchtet das Standard haben, so wie es es von manch anderen Plattformen kennt. Ja, Liquiditätskante einstellen. Also man hat hier in diesem Scalping Dome, hat es früher geheißen, jetzt heißt es Dome Trader, eben viele verschiedene Möglichkeiten, sich diese Features einzustellen, also extra für Scalper hier die Schnellauswahl für Lot Sizes und so weiter und so fort. Man sieht hier auch im Prinzip große Käufer und Verkäufer. Gibt es Fragen? Ist das nicht so, dann übergebe ich mal geschwind zu meinem Kollegen und sage danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu viel, aber für ein Einführungswebinar mal zum Drüberstreuen, ein bisschen Atlas und in den anderen Videos, die ihr auf YouTube findet, da sind dann eigene Themen behandelt, wie Volumenprofil. Ich glaube, nächstes Mal machen wir separat nur Footprints, das wird ganz spannend und ich habe dann auch geplant, dass in Kürze was kommt, was eben nur Marktiefe betrifft. Das sind dann eben die Themen, die wir angehen, wenn wir dann ein bisschen das Grundgerüst von Atlas haben. Also noch einmal danke fürs Zuhören und ich übergebe gern an den Kollegen jetzt. Ja, Michael, vielen Dank. Das war viel Information in eine Stunde verpackt. Für die, die noch etwas brauchen oder das noch nacharbeiten möchten, wir stellen das Video natürlich auch online, sodass man das also nochmal in Ruhe und ganz langsam nachvollziehen kann, was gemacht worden ist. Ansonsten, Michael, wir hören uns ja wieder am 22.11. Ja, so ist ja es. Da gehen wir es wieder an und wie gesagt, ja, es ist halt sehr viel Content, aber wenn sich wer schon die Mühe macht, so wie ihr, die sich da eine Stunde am Abend hinsetzt und sich was anhört, dann möchte ich halt so viel wie möglich mitgeben. Das kann jetzt für manche zu viel sein, aber im Umkehrschluss haben wir das Video dann auf YouTube am FX Flat Kanal und man kann sich genau das dann immer wieder anschauen. Richtig, ja? Richtig, genau. Deswegen habe ich darauf hingewiesen. Ja, ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg beim Traden und noch einen angenehmen Abend. Dankeschön fürs Zuhören. Michael, dir auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, bye bye. Ciao.